schlage ein Buch auf von Swami Sivananda, Göttliche Erkenntnis. Und es hat aufgeschlagen auf Erziehung und Bildung. Swami Sivananda hat dort vor vielen Jahren darüber, oder Jahrzehnten schon darüber gesprochen. Und die ersten Sätze, die er dort schreibt, ist: Erziehung ist die Wurzel, Kultur ist die Blume, Weisheit ist die Frucht. Erziehung und Ausbildung heißt, die Pflege der höheren Natur im Menschen zu bewirken. Wirkliche Ausbildung ist die Ausbildung des Menschen zum Menschen. Erziehung und Ausbildung muss die intellektuelle Regsamkeit fördern und die Schüler aufrichtig, kühn, hingebungsvoll und selbstbeherrscht machen. So können Menschen mit starkem Charakter entstehen, die den Kräften, den ethischen, intellektuellen, physischen und spirituellen Leben volle Entfaltung bietet. Jetzt eine Übersetzung aus dem englischen Begriff Education. Und Education ist so ein vielschichtiger Begriff. Education beinhaltet Erziehung, beinhaltet Ausbildung, beinhaltet Schulung. Und hier erwähnt Swami Sivananda, letztlich, man kann so sich ausbilden, damit diese höheren Kräfte sich entwickeln. Natürlich auch Eltern können sich bemühen, ihren Kindern höhere Ideale mitzugeben und sie auf eine spirituelle Weise zu erziehen, eine ethische Weise zu erziehen. Die beiden dort scheinen sehr dankbar. Wir können des Weiteren natürlich auch und selbst die Education hört jetzt nicht auf, wie zum Beispiel die Erziehung. Letztlich, wann hört die Erziehung auf? Manche sagen, mit Beginn des Teenagertums, ab da haben die Eltern wenig Einfluss mehr auf ihre Kinder. Ansonsten, solange wie die Kinder zu Hause sind. Aber Education hört im Englischen nie auf. Und auch das, was auf Wenn Deutsch die Erziehung aufhört, dann geht die Ausbildung weiter und nach der Ausbildung folgt dann das lebenslange Lernen. Das ist in dem englischen Begriff schon von vornherein mit einbegriffen. Und gut, viele hier machen ja auch eine Ausbildung, eine Ayur-Yoga-Ausbildung, Ayurveda-Massage-Ausbildung und andere lernen hier auch Neues. Wenn man Neues lernt, ist aber nicht nur wichtig, intellektuelles Wissen oder handwerkliches Wissen zu entwickeln, sondern es geht darum, dass wir bewusst an uns arbeiten und uns bewusst schulen können. Jetzt die Mehrheit der Anwesenden sind jetzt keine Kinder mehr. Viele von euch mögen Eltern sein und so mögt ihr euren eigenen Erziehungsstil finden müssen und wollen und habt ihn vermutlich schon gefunden, oder? In der heutigen Zeit ist mir vielleicht auch mehr auf der Suche nach der richtigen Erziehungsweise. In früheren Zeiten hat man so angenommen, so muss es sein. Nachher hat man festgestellt, so war es nicht richtig. Und irgendwo seit 250 Jahren wird ständig geschaut, wie könnte man die Erziehung verbessern. Das hat Rousseau hat irgendwas gedacht und dann hat irgendwann Pestalozzi hat etwas gedacht, Steiner hat etwas gedacht, viele in der heutigen Zeit haben etwas gedacht, viele haben dazu beigetragen, dass heute bewusster letztlich mit Kindern umgegangen wird. Und früher, es wird oft gesagt, früher war alles besser. Denkt ihr, dass früher die Kinder besser erzogen wurden? Das heißt früher, Stock und Prügelstrafe, Kerker, Erker und sonstige Sachen. Also, dass da nachher Leute rausgeworden sind, die alle möglichen Kriege angezettelt haben, war vielleicht kein Wunder. Gegen die wurde Krieg geführt. Und es gibt ja das berühmte Beispiel: Ein Vater kommt zu seinem Sohn und legt den Sohn übers Knie, verprügelt ihn und sagt: Dir werde ich beibringen, wehrlose Kinder zu verprügeln.
im Sinne von, der hat nämlich jemand Jüngeres gerade geschlagen gehabt. Damit bringt er es tatsächlich bei. Natürlich, dann heute gibt es andere Probleme. Irgendwo im letzten Stern gab es eine Titelgeschichte über Ritalin. Mehrere hunderttausend Kinder in Deutschland stehen unter Dauer-Ritalin. Und das ist wie, was man früher versucht hätte mit Schlägen zu regeln, versucht man jetzt mit Ritalin zu regeln. Ich glaube, das Ritalin ist die bessere Weise als Schläge. Aber ich meine, es gibt auch bessere Weise als Ritalin. Es gibt insgesamt etwas mit vier Buchstaben, was vielen helfen kann. Fängt mit Y an und hört mit A auf. Und das ist tatsächlich Yoga. Und es gibt einige empirische Studien, die zeigen, dass Kinder, die Yoga üben und vorher unter ADS, ADHS gelitten haben oder Ritalin abhängig waren, dann wieder ein normales Leben führen können. Auch hier wird man aber nicht sagen können, dass Yoga die Allheil, das Allheilmittel für alle Kinder ist. In jedem Fall gilt es, dass wir daran denken, wir können uns selbst weiter schulen. Zwar sind bestimmte Aspekte des Menschen einer Schulung schwerer zugänglich. Also bestimmte Charakter, Eigenschaften, insbesondere Temperament hat eine gewisse Beständigkeit, ist angeboren und es wäre vielleicht unsinnig, da zu viel dran ändern zu wollen. Aber wir können unseren Charakter weiter schulen. Wir können daran arbeiten, dass unser Temperament auf positive Weise sich entwickelt. Wir können daran arbeiten, hohen spirituellen Idealen weiterzugehen. Man kann natürlich auch praktisches Wissen lernen, um anderen zu helfen und zu dienen. Und so noch ein paar letzte Sätze dort. Ausbildung sollte auf einer gesunden Lebensphilosophie basieren. Und Ausbildung sollte nach spirituellen Idealen streben. Ein letzter Satz.